Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Abend. Wie viel Uhr haben wir? 21:40 Uhr. Mal schauen, wer hier noch live dabei ist heute Abend. Ich soll meinen Computer ein bisschen darüber stellen, damit das der Bildschirm nicht so spiegelt in meiner Brille. ich möchte mit dir mal 9 Schritte teilen, die dir dabei helfen, deinen Seelenplan zu entdecken. Hallo, liebe Maria, schön, dass du dabei bist. Schick mir doch gerne mal, ich sehe, ich habe einige Zuschauer, schick mir doch gerne mal einen Daumen hoch oder auch ein Herzlein, damit ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Hallo, liebe Karin, schön, dass auch du dabei bist. Ja, 9 Schritte, um deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Darüber möchte ich mal gerne mit dir sprechen. Und zwar, der erste Schritt ist Offenheit und Neugierde, dein wahres Wesen wirklich zu entdecken. Offenheit und Neugierde, das ist so das Allerwichtigste, dass wir uns da mal wieder mit so einer kindlichen Neugierde rangehen. Weil ein Kind, wenn du dem sagen würdest, deinem 5-, 6-jährigen oder 7-jährigen Kind, was ist dein Seelenplan? Als Kinder in dem Alter hätten wir wahrscheinlich einfach so herausgesprudelt Ideen von uns gegeben, ohne drüber nachzudenken, ohne irgendetwas zu bewerten oder zu beurteilen. Und jetzt als erwachsene Personen, Dankeschön, als erwachsene Personen, als erwachsene Frauen, als erwachsener Mann kommen vielleicht ansatzweise noch Ideen dann auf. Aber dann geht's los mit Bewertungen, mit Ansichten, mit Begrenzungen aufgrund unserer Lebenserfahrung bislang. Und daran knüpft unser Denker, unser Verstand, unser süßes Köpfchen hier dann an. Und dann machen wir es wieder zunichte. Deshalb der erste Schritt ist wirklich mit einer Offenheit, mit einer kindlichen Offenheit und einer kindlichen Neugierde daran zu gehen und weitestgehend neutral dem einfach zu begegnen. Okay, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich habe es mir hier aufgeschrieben, damit ich es in der richtigen Reihenfolge dir auch mal weitergebe, weil ich habe mir im Vorfeld mal so Gedanken gemacht um diese 9 Schritte. Der zweite Schritt ist, dich von jeglichen Zweifeln zu befreien und denen keine Chance zu geben. Das knüpft natürlich so ein bisschen an den ersten Schritt an. Denn wenn wir, selbst wenn wir uns mal auch als erwachsene Frau, als erwachsener Mann jetzt damit beschäftigen und mal so ins Brainstorming gehen, was könnte mein Seelenplan sein, wenn man da so Antwort fließen lassen, dann kommen gleich wieder aufgrund der bisherigen Lebenserfahrung, aufgrund Prägungen und Dateien, die wir aufgrund der Lebenserfahrung angelegt haben, Zweifel auf. Bin ich denn gut genug? Gibt der Markt das her? Kann ich denn da mit Geld verdienen? Also diese ganzen Prägungen, die im Unterbewusstsein und vor allem noch eine Etage tiefer im Unbewussten verankert sind, das kommt da alles auf, lässt uns zweifeln und dann, ja, haben wir den ganzen Kram natürlich ganz schnell wieder ad acta gelegt, beziehungsweise drehen uns im Kreis, zweifeln an uns selbst und das war es dann schon wieder. Also zweiter wichtiger Punkt, löst dich von deinen Zweifeln. Geh in die Beobachterrolle und denk allenfalls, wenn so ein Zweifel aufkommt, oh, das ist ja ein interessanter Gedanke, dass ich da jetzt an mir selbst zweifle. Also so die Vorstellung, selbst in die Beobachterrolle zu gehen von mir selbst und zu denken, das ist ja ein interessanter Gedanke, den ich da gerade denke. Das hilft mir ganz enorm, nicht damit in Resonanz zu gehen, weil es ist ja nicht so, dass ich keine zweifelnden Gedanken mehr habe. Keine zweifelnden Gedanken mehr habe. Aber das ist so meine Umgangsweise damit. Hallo, liebe Sonja. Das ist meine Umgangsweise damit. Ich beobachte die Gedanken, die aufkommen, die da zweifeln wollen und denke einfach nur, ist ja ein interessanter Gedanke,
der mich da gerade jetzt wieder zweifeln lässt. Und dann steht man selbst so in der Beobachterrolle zu sich selbst und geht damit nicht in Resonanz, beziehungsweise lässt sich dann davon eben auch nicht aufhalten. Okay? Der dritte Punkt, von der Armut verabschieden, im Sinne von arm an Mut zu sein. Also im Sinne von arm an Mut zu sein, Armut ablegen. Wenn wir unsere Komfortzone verlassen, also Dinge anders machen als die, die wir bislang gemacht haben, da braucht es einfach im gewissen Rahmen Mut dazu, die Komfortzone zu verlassen und ja, dafür zu gehen. Das kann natürlich jeder nur für sich selbst machen. Wenn ich, was bringe ich als Beispiel, arm an Mut zu sein? Ja, ich bringe nochmal dieses Canyoning, wo ich im Juli in Österreich unterwegs war mit meinem Sohn und wir da Canyoning gemacht haben und es einfach darum ging, da unter anderem von so einem Felsvorsprung runterzuspringen ins kühle, erfrischende Nass. Da kann ich einfach ewig an dem Felsvorsprung stehen und kann mich in der Armut befinden. Dann bleibe ich ewig da stehen oder ich treffe eine Entscheidung. Ich verabschiede mich jetzt von der Armut, von Arm an Mut. Ich gehe jetzt mutig da durch und springe. Was ist anschließend? Wir haben ja immer nur Angst vor der Angst, nicht in der Angst oder nach der Angst. Und was ist dann anschließend, wenn wir mal mutig etwas machen? Ist ja auch schon in verschiedenen Lebensbereichen so gegangen, wo du deine Armut überwunden hast und warst mutig, dann warst du stolz anschließend auf dich, klopfst dir selbst auf die Schulter und bist stolz auf dich. Und das zu machen, das kann dir auch niemand abnehmen. Ein Mentor, ein Coach an deiner Seite kann dich dazu ermutigen, im wahrsten Sinne des Wortes es zu tun. Aber letzten Endes, mutig dann letzten Endes diesen Schritt zu gehen, das kannst du natürlich nur selbst. Das kann niemand anderes für dich. Okay? Also dritter Schritt, Armut loszulassen und mutig zu sein. Mutig den ersten Schritt zu gehen und so folgt ein Schritt nach dem anderen dann. Dann der vierte Schritt, alle hinderlichen Glaubenssätze loslassen. Denn mit unseren Gedanken und mit nichts anderem erschaffen wir uns im Außen unsere Lebenswirklichkeit. Mit unseren Gedanken. Und woran knüpfen unsere Gedanken an? An die Glaubenssätze und Themen, die in unserem Unbewussten, also im Unterbewusstsein und noch eine Etage tiefer im Unbewussten verankert sind. Da kommen Gedanken hervor, die senden wir aus, raus in Form von Energien an dieses große Energiefeld und nach dem Gesetz der Resonanz ziehen wir diese Gedanken an und erschaffen uns so unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Das heißt, es geht dann natürlich auch darum, die Glaubenssätze loszulassen, umzuwandeln vielmehr, in denen wir jetzt denken. Okay? Dann der nächste Schritt, jegliche Energien, die nicht wirklich zu dir gehören, zurück an den Absender zu schicken. Wir haben im Laufe unserer Jahre so viele Energien in unser Energiefeld aufgenommen, bewusst oder unbewusst. Und nach meiner langjährigen Erfahrung in der Praxis haben wir auch viele Energien, die wir ja so unsichtbar mit uns schleppen, die noch nicht mal aus diesem Leben resultieren, sondern aus früheren Leben resultieren in Form von karmischen Gelübden oder Versprechungen, die uns einfach auch daran hindern, jetzt den Weg des Herzens zu gehen, wirklich seinen Seelenplan, also sich zu committen, zu 100% seinen Seelenplan zu entdecken und dafür zu gehen. Das heißt, von all den Energien, die nicht wirklich zu dir gehören und die du jemals bewusst oder unbewusst, sei es in diesem Leben oder in einem früheren Leben,
auf irgendeine Art und Weise auf dich geladen hast, die gilt es natürlich auch loszulassen. Ansonsten wirken die wie so ein Gummiband. Vielleicht kennst du das ja aus deinem eigenen Leben. Du hast das Gefühl, du gehst einen Schritt vor und wieder zwei zurück. Das sind so diese unsichtbaren Gummibänder. Ja? Also diese Energien, was nicht wirklich zu dir gehört, die gilt es auch zurückzuschicken an den Absender und dir natürlich im Gegenzug all deine Energien, die wirklich zu dir gehören, die du brauchst, um in deine wahre Kraft, Größe und Energie zu kommen, zu dir zurückzunehmen, die du jemals abgegeben hast, bewusst oder unbewusst, wann und warum auch immer, sodass du so in deine volle Kraft, Stärke und Energie kommst. Okay? Der nächste Punkt ist, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der fällt oftmals so, so, so schwer. Das war heute Mittag gerade nochmal ein Thema in einem Gespräch mit einer wirklich wunderbaren Frau, die so, so viel Potenzial in sich trägt, aber was sie sich nicht erlaubt bislang noch, ist ihre kühnsten Träumen auszupacken, wie sie sich's mal eigentlich vorgestellt hat zu leben, wie ihr ideales Leben einfach mal ausschauen sollte. Das heißt für dich jetzt, erlaube dir, pack deine kühnsten großen Träume wieder auszupacken. Ohne Wenn und Aber, so nach dem Motto, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, wie würdest du leben, wo würdest du leben, wie schaut dein Lifestyle aus, was gehört alles so zu deinem idealen Leben dazu, in deinen kühnsten Träumen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann der nächste Schritt ist, dein fester Wille und dein wirklich hundertprozentiges Commitment, ich gehe dafür, ich gehe diesen Weg. Nach dem Motto, Scheuklappen an und das ist mein ideales Leben und dafür gehe ich. Und du kannst auch deinen Seelenplan zu entdecken, kannst du nicht separat sehen von dem privaten und dem gesundheitlichen Bereich. Das greift alles ineinander. Sowohl der berufliche, der gesundheitliche und der private Bereich. Das sind Dinge, die du nicht ausgrenzen kannst. Es ist ein Gesamtpaket, es ist ein Ganzes. Deshalb gilt es, das auch im Kontext zusammen zu sehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir zu, ja, dass du einfach auch Klarheit hast, dass du deine kühnsten Träume nochmal auspackst. Wie schaut dein ideales Leben nach deinem Herzen aus? Deinen Seelenplan damit entdeckst und in die Richtung dann eben auch dich committest, zu 100% zu gehen. Also quasi Scheuklappen an und dafür dann zu gehen. Okay? Der nächste Punkt ist, das sind wir schon beim achten Punkt, dein Urvertrauen ins Leben wieder auszupacken. Da hängen natürlich auch Glaubenssätze, auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen, die du, die wir alle gemacht haben, dran. Das Leben ist eine harte Schule, das Leben will mich für irgendetwas bestrafen, das Leben meint es nicht gut mit mir, oder dass man sich als Opfer fühlt, weil so viele Schicksalsschläge schon auf einen eingeprasselt sind. Auch in Form vielleicht von Disharmonien, von Krankheitssymptomen. Das Leben, dieses Leben, das möchte von dir gelebt werden, das möchte von dir gefeiert werden. Alles andere, was dich anders denken lässt, wenn du ehrlich bist, wenn du mal ganz neutral hinschaust, sind es Glaubenssätze, die tief in dir verankert sind, die dich andere Dinge glauben lassen, wie eben zum Beispiel, das Leben ist eine harte Schule oder das Leben ist kurz und beschissen oder das Leben ist halt so, ich muss mich dem halt einfach beugen. Nein. Das Leben meint es gut mit dir und das Leben möchte von dir gefeiert werden und möchte auch von dir zu 100% angenommen werden. Dieses große Geschenk des Lebens möchte auch zu 100% von dir angenommen werden, möchte von dir gesehen werden. Wenn du mal die Frage auf dich wirken lässt, glaubst du wirklich tief in deinem Herzen, in deiner Seele,
dass das Leben dich für irgendetwas bestrafen möchte. Lausch da mal mit dem Herzen hin, mit deiner Seele und beobachte vielleicht auch mal gleichzeitig, was dein Kopf, was dein Denker dir dazu sagt. Ich glaube, dann kommst du schon mal ein ganzes Stück näher diesem Thema. Okay? Also dieses Urvertrauen ist in dir verankert. Es gilt einfach, diesem Urvertrauen nochmal einen Raum in deinem Leben einzuräumen. Wenn du das Urvertrauen zum Beispiel, ich sage jetzt mal auf eine spirituelle Art und Weise nochmal, stärken möchtest, das sind Dinge, die mir sehr, sehr geholfen haben, über viele Jahre hinweg. Wenn du schon mal was, oder bestimmt hast du schon mal was von unseren Chakren gehört, das sind Energieräder, es gibt so 7 Hauptchakren, es gibt noch viel mehr Chakren, aber wenn ich jetzt mal so 7 Hauptchakren da mal kurz erwähne, und das erste Chakra, das befindet sich zwischen Anus und Genitalien, und dem ist eben das Thema Urvertrauen zugeordnet. Jedem Chakra sind nochmal einzelne Organe und auch Themen zugeordnet. Wird jetzt hier den Rahmen sprengen, da im Detail drauf einzugehen. Aber wenn du dich in deinem Urvertrauen nochmal üben möchtest, und das ist wirklich etwas, was mich jahrelang begleitet hat, dann stell dir einfach vor, wie du mit deiner Aufmerksamkeit, mit geschlossenen Augen zu deinem Wurzelchakra gehst, das sich zwischen Anus und Genitalien befindet, und dann stellst du dir einfach vor, wie du deinen Atemstrom über dieses Chakra ein- und ausströmen lässt, gerne gedanklich verbunden mit den Gedankenenergien, das rotes Licht, Liebe, Lebensenergie und Urvertrauen einströmen und mit dem Ausströmen des Atemzugs dieses Wurzelchakra sich mehr und mehr öffnet und befreit von all den hinderlichen Themen und Blockaden, Energieknoten, die sich da irgendwann mal angesammelt haben. Da musst du nicht an irgendwas Spezielles denken, sondern einfach vorstellen, rotes Licht, Liebe, Lebensenergie und Urvertrauen strömen ein in dein Wurzelchakra, und mit dem Ausatmen erlaubst du dem Wurzelchakra, sich mehr und mehr zu öffnen und zu reinigen. Ganz simpel und einfach. Klingt für unseren Verstand, für den Denker, ein bisschen spooky. Wenn du mir sowas, ja, ich sag mal, vor 20 Jahren gesagt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich erst gar nicht mehr weiter zugehört. Aber du bist ja hier in der Gruppe, und ich glaube, ich kann dir diese Übung durchaus auf dem Weg mit auf den Weg geben hier, ohne es jetzt näher zu erklären. Einfach mal machen und spüren, was es mit dir macht. So kannst du einfach das Urvertrauen in dein Leben wieder stärken. Okay? So, und der 9. Schritt ist dann einfach, um es wirklich auf dem schnellsten Weg zu machen, diese 8 Schritte, ist, dass du dir das Navigationssystem in dein Leben holst, zum Beispiel in Form von einem Mentor. Denn schau mal, ich bin hier gerade im Moment im Saarland. Wenn du jetzt, keine Ahnung, im Münchner Raum hockst und willst von München ins Saarland fahren, auf dem schnellsten Weg hier ankommen, vielleicht noch in den nächsten 4 Stunden. Was machst du dann? Du hockst dich in dein Auto und machst dein Navigationssystem an. Oder du nimmst dein Handy in die Hand und machst, wie heißt das, Google Maps auf und gibst da eben das Ziel ein. Du fährst ja da auch nicht planlos einfach los. So mal gucken, grob, wo es hingeht, kannst du natürlich auch, dann wirst du irgendwann mal hier im Saarland ankommen, aber um den schnellsten Weg zu nehmen, da schaltest du das Navigationssystem ein, und das ist im realen Leben überzogen, im übertragenen Sinne einfach ein Mentor an deiner Seite, der dort ist, wo du hin möchtest, der kann dir einfach den kürzesten Weg zeigen. Im Umfeld zu fragen, hey, oder auszutauschen, oder in solchen Austauschgruppen, Selbsthilfegruppen oder was es da so alles gibt. Da treffen sich ja meist die Menschen, die am gleichen Stand stehen. Und jeder hat so seine Ideen, aber keiner hat letzten Endes das Navigationssystem. Und deshalb das Wertvollste, was du dir da wirklich gönnen kannst, ist ein Coach an deiner Seite,
der dir den Weg zeigt, der dich dort abholt, wo du jetzt gerade stehst und der den Weg dorthin eben mit dir gemeinsam geht, Schritt für Schritt, so wie es zu dir passt, damit du dort eben auf dem schnellsten Weg ankommst, deinen Seelenplan entdeckst, deinen Seelenberuf daraus kreierst und dir damit eben auch erlaubst, die Geldenergie in dein Leben zu ziehen, sodass du dir dein Leben ganz nach deinen eigenen Standard, nach deinen eigenen Träumen, so wie du dir das vorstellst, nach deinem Herzen, nach deiner Seele erschaffen kannst. Okay? Das waren so die 9 Schritte, wie du wirklich auf dem schnellsten Weg deinen Seelenplan entdeckst und ihn lebst und dir damit dein Traumleben nach deinen Vorstellungen, nach deinem eigenen Standard kreierst. Okay? Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bis ganz bald. Tschüss.